Herzlich willkommen zurück bei Temtem. Ich denke, ich habe mich mittlerweile ein bisschen abgeregt. Ich in den letzten zwei Aufnahmen mich über das Spiel ziemlich aufgeregt habe, weil Assi und so. Ich werde auch gleich nochmal weiter drauf zurückkommen, aber erstmal kommen wir in den Kampf rein. Ich habe mich da ein bisschen aufgeregt über das Spiel. Ich habe mich aufgeregt über die Schwierigkeit und über die Wassertemtem. Das mit der Schwierigkeit ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich liebe Schwierigkeit im Spiel. Das ist genau das, was ich eigentlich froh bin, dass das Spiel hat. Versteht mich da ja nicht mal nicht falsch. Also so ist es nicht. Ich mag es, dass dieses Spiel schwer ist, aber an manchen Stellen war es mir dann halt einfach zu doof. Und ich glaube, der eigentliche Grund, warum ich das so doll bemängelt habe, könnte man sagen, ist eigentlich nur wegen dieser Wassertemtem, weil ich immer noch sehr davon nicht angetan bin, dass wir keine Wassertemtem bekommen können. Das nervt mich einfach. Okay, so einfach ist es. Ich habe einfach Bock auf ein Wassertemtem und ich kann kein Wassertemtem bekommen. Das nervt halt dann auch schon ein bisschen, ne? Au. Also, das ist dann doch nicht so ganz so cool. Aber wir werden bestimmt auch bald, ich vermute mal nach dem Arena-Leiter, werden wir die Möglichkeit bekommen, dann... Ja, was hast du mal? Wassertemtem zu fangen. Vermutlich kriegen wir Surfbrett oder sowas. Oder vielleicht sogar jetzt schon nach diesem Arc hier mit dem Belsoto-Clan. Denn wir haben ja letzte Folge jetzt erstmal den Belsoto-Clan gesehen, entdeckt und sowas. Und ich weiß gar nicht, ob ich meine Tem-Essenz überhaupt bereit habe, deswegen bin ich gerade ein bisschen vorsichtiger. Ich würde sagen, Raufi wird ausgetauscht gegen Panflammer. Panflammer muss ich leveln. Ich spiele mal nicht. Wir haben ja letzte Folge den Belsoto-Clan entdeckt, das böse Team, oder gefunden, besser gesagt, hier in diesen Ruinen. Und ich denke, heute wird es dann auch zum Showdown mit dem Leader kommen von dem. So wie das hier die ganze Zeit angeteasert wird. Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass wir danach hier die Dojo-Meisterin, Arena-Leiterin, was auch immer, vom ersten Dojo eben befreien, was, wie ich immer noch denke, ein Wasser-Dojo sein wird. Ich kann mir halt, was ich sagen will, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir von ihr entweder jetzt, also nach diesem Arc oder nach dem Dojo-Kampf das Surfer bekommen. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann es vorstellen. Ich hoffe es sogar. Oh, und Panflan erlernt Kinnhaken, was wir letzte Folge auch schon gesehen haben, was uns auch definitiv zerstört hat. Kinnhaken. 12 Stamina, Schaden 80, Priorität 2. Bei Nahkampf-Temtem geht es immer um Ruhekraft. Diese Technik drückt das am besten aus. Und ich glaube, da können wir auch Karate-Schlag dafür raushauen. Weil, das kann man so gut wie nie einsetzen. Ja, ich würde erstmal Karate-Schlag raustun. Und dann sind wir, denke ich, auch gut. Ja, was? Oh, das habe ich nie gelesen, das war aber. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt weiter. Vielleicht können wir diesen Belsoto-Shit schon beenden oder auch nicht. Weil wir erstmal in einen wilden Temtem-Kampf mit Scale kommen. Das ist so eine Sache, die ich trotzdem weiter bemängeln werde, bis das Spiel komplett draußen ist. Dann kann sich das ja alles noch geändert haben. Oh, ich soll vielleicht die Spiele heilen. Und zwar wäre dass die Temtem auf den Routen nicht wirklich. Ist die voll oder leer? Ich glaube, die ist voll, ne? Ja, doch, die ist voll, stimmt. Ich setze trotzdem mir selber auf die Spiele ein. So. Und trotzdem hole ich mir das Item nicht, anscheinend. So, was haben wir denn? Einmal Aufwacher. Ring, 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 ring. Diese Glocke weckt jeden Felsen mit mir, was? Okay, manchmal frage ich mich echt bei diesen Beschreibungen, was die geraucht haben. Also, sowas wie, keine Ahnung, was war's? Also das mit diesem Ring, 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 denke ich, diesen Bikini da hier, keine Ahnung, ist super sexy und was weiß ich, für 50.000 Dollar oder was das war. Naja, auf jeden Fall. Es kommen immer mehr Gegner, warum? Ich will endlich eigentlich diese Festung mal abschließen. Du bist keiner vom Belsoto-Clan, kommst du vom Dojo? Ja? Nein, was ist mit dir? Also ich komme vom...
Kommt drauf an. Falsche Antwort, was? Okay. Piranjant und Tartaru. Tartaru. Machen wir Tartaru fertig. Ich habe mir auch überlegt, eigentlich wäre es doch sau effektiv, habe ich mir mal so überlegt, wenn meine Teamkomposition mit Kettenblitz von Ispine irgendwann daraus besteht, dass wir, warte mal, nehmen erstmal Piranjant raus. Dass quasi Ispine an der linken Position von den Temtem liegt und Panflam an der rechten, von meinem Team aus gesehen. Und dann setze ich mit Ispine Kettenblitz ein, und zwar auf das linke Temtem von den Gegnern. Dann kriegt, oder also von mir aus das linke Temtem, von ihm aus logischerweise das rechte Temtem. Denn dann bekommt theoretisch das hier dann vollen Schaden, das halben Schaden und Panflam, was dann ja zu dem Zeitpunkt sogar ein Erd-Temtem sein wird, nochmal halbierten Schaden und dann nochmal Viertelschaden. Also ich hoffe, es wird ein Erd-Temtem, sonst ist die ganze Geschichte natürlich total hinfällig, was ich hier gerade erzähle und laufe. Was kostet mehr Stamina? Bin ich länger. Dann hauen wir mal. Will ich Kettenblitz machen? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir hauen einfach Tartaru mal weg. Vielleicht keinen Bock, dass das noch am Leben bleibt. Ja, das, ich mache aber auch ganz viel Schaden. Yeah. Ich habe halt gegen normal Temtem nix momentan. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Oh, okay, das ist so. Ich habe halt momentan nichts gegen normal Temtem, was mich ein bisschen nervt. Hätte ich Hutschick genommen, hätte ich was, weil im Moment habe ich das Gefühl, ist Masi arschnutzlos. Ich habe noch nicht... Out. Ich hatte bisher noch keinen einzigen Kampf, in dem Smasi so hilfreich war, dass ich gesagt habe, yo, das ist es. Also doch, ich hatte diesen einen letzte Folge gegen Crystal, aber das war halt ein Kampf. Und ich meine, Tartaru und so sieht man hier ziemlich häufig, sehr viele Normal-Temtem. Da ist der Mentaltyp doch schon besser. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich einfach nur gerade Kettenblitz einsetze und Raupi dabei mit eben verletze. Ich weiß nicht, ob es ausreicht. Ich versuch's. Ich habe jetzt Tem Essence. Und die beiden sind ja eh schon groß. Also. Wir können es ja mal probieren. Zack, zack. Ich bin mir hin. Aus irgendwelchen mir gerade nicht bekannten Gründen dachte ich, dass das gegen den Uhrzeigersinn geht. Aber das geht ja im Uhrzeigersinn. Das heißt, ich habe jetzt das Ganki verletzt und mich selber gekillt. Auf jeden Fall Applaus an mich. Das war super. Wie stark ist Kinnhaken? Finden wir es heraus. Reicht es um... Ja, das ist gut, das reicht 100% aus. Dann hätte ich keinen Kinnhaken machen müssen. Da war bisher alles nicht so klar, was ich gemacht habe. Na gut, können wir gleich die Tempestance einsetzen. Die ist ja einsatzbereit, wie ich gehört habe. Und ich kann das nicht einsetzen. Ruh dich mal aus. Dann hau du nochmal einen Kinnhaken rein. Mal schauen, ob das stark ist. Zack, zack, zack. Als ob das nicht reicht. Ja, ich muss eh eine Tempestance reinlegen. Und treten wir dich. Ich will diese Windfestung langsam beenden, weil ich habe das Gefühl, wir kommen eh nicht mal noch. Raupi ist halt ein fucking Highlander-Gefühl. Also, was heißt Gefühl? Das ist mein höchstgeleveltes Temtem gerade. Dann sind wir wohl Verbündete. Wo ist Sophia? Hä, die habe ich doch gerade erst gesehen. Was tust du? Ich bin vom Arisola-Dojo. Ja, vor allem, wo ist Sophia? Nächste Antwortmöglichkeit, Sophia wird unten gefangen gehalten. Ich gehe und finde sie. Ach so. Okay. Wollte gerade sagen, hä? Sophia ist unten, ich gehe und finde sie. Ich habe doch gerade gesagt, wo sie ist. Fuck. Es ist manchmal ein bisschen, aber es handelt sich um den Boss des Clans gehalten. Deswegen, ich denke, wir sollten demnächst auf das Vieh stoßen. Und ich weiß nicht, ob es clever ist, aber ich bin am überlegen, ob ich für genau den Kampf dann nicht tatsächlich einfach mal meine Taktik austeste, die ich gesagt hat. Du bist derjenige, der unsere Männer angegriffen hat. Eigentlich war es andersrum. Hä? Okay. Ich finde übrigens die Musik gar nicht mehr so scheiße wie die. Ich finde die so ganz cool. Dip, 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 dip.
finde das voll cool eigentlich. Also mir gefällt übrigens. Allgemein, wenn ich in Spielen immer auf ein was achte, das ist Musik. Ich bin da reine Musikhure in Spielen. Also es gibt die Leute, die sind halt diese Grafikhuren, sage ich mal. Das stimmt, dadurch hat Raupi natürlich auch dann hier Mithridatismus verloren, ne? Fällt mir gerade auf, weil hat ja die Fähigkeit geändert. Jedenfalls, ich bin in Videospielen immer so eine kleine Musikhure. Da achte ich immer auf die Musik und sie gefällt mir hier. Also ich bin froh, dass sie hier nicht scheiße ist. Sie ist ganz nett. Also jedenfalls der Besotho-Klang gefällt mir von der Musik her. Ich habe natürlich noch nicht jede Musik gehört. Zum Beispiel sowas wie das Dojo muss ich noch hören, den Dojo-Leiter. Aber dazu kommen wir dann ja noch. So, ich bin gerade überlegen, ob ich den Kettenblitz reinlege. Ne, mach ich nicht. Das ist auch nochmal Verschwendung dann. Ganki ist das gefährliche Temtem gerade, deswegen würde ich sagen, versuchen wir es rauszufokussen. Also ich glaube nicht, dass es reichen wird, nein. Wir haben halt gerade überhaupt nichts gegen Wind-Temtem oder sagen wir mal, wir haben nichts gegen Elektro-Temtem. Auch, ja, na, auch falsch. Wir haben gefühlt gegen nichts irgendwas. Ja, das ist. Auf, wie es nicht mehr vergibt, das ist schön. Dann haben wir einen Urushiol hier drauf und du machst mal Gleichstromstrahl nochmal. Damit ist schon mal Ganki down. Zack. Und jetzt noch Saku, aber Saku wird wahrscheinlich nicht von einem Urushiol down gehen, oder? Nee, war ja klar. Scharfe Blätter. Okay. So, jetzt habe ich meine Tempestand schon eingesetzt und wir sind hier auf dem Niveau, dass ich schon wieder einsetzen müsste. Vielen Dank für nichts. Zack. Also ich finde, der Besotho-Clan kann auch mal was als böses Team bisher. Also die haben schon gar nicht mal so schlechte Temtem und die haben eine sehr große Vielfalt an Temtem. Wenn man so an die Teams aus Pokémon kommt, die haben ja immer so ein Thema oder eine Art von Pokémon, an dem man sich dann auch immer satt gesessen hat. Satt gesessen. Ich setze mich immer satt an den Dingern. Und wir machen mal eine Salbe hier und eine Salbe da. Muss man halt Salben fürs Dojo kaufen, aber ich will jetzt nicht nochmal zurückrennen und... Hä? Dreimal Salbe plus? Hä? Hä? Ich dachte, jetzt sehe ich diese Leiterin hier. Ich dachte, hätte ich das gewusst, dann wäre ich nochmal zurückgegangen. Nein, Spaß. Ich will das ja heute auch langsam hier beenden. Und ich will nicht die ganze Zeit einfach nur Pussy rumrennen. Ich meine, wir können auch mal ein bisschen Geld für Salben ausgeben. Das wird mir später hart auf die Füße fallen. Achso, hier geht's auch noch lang. Okay. Ah, noch ein Trainer. Juhu, gibt's ja noch nicht tausende auf der Route hier schon. Das Ding ist, ich muss halt, gehörst du zum Besotho. Vor allem, wer soll das sein? Wer soll der Besotho-Clan sein? Keine Ahnung, die anscheinend hier gerade rampagen? Okay. Oh, ich finde dieses Fischli so süß, ne? Fischli. So würde ich das auch nennen, das ist Fischli. Ah, wie gesagt, ich habe eigentlich schon einen anderen Platz für ein Wassertempt im Kopf. Ich weiß nicht, wann man das fangen kann. Weißt du was? Kettenblitz. Oder? Nein. Oder? Kettenblitz? Aber. Also ja, aber dann Urushiol auf Paharak und dann Kettenblitz. Weil dann wird Paharak hier kriegt Damage und dann macht Mimishi Flossenschlag, genau, das war so geplant. Und dann kommt der Kettenblitz. Zack, zack, zack. Und beide überleben. Genauso was geplant. Ups, weißt du, sie überleben beide davon. Das war nicht geplant. Aber beide so nur mit ein oder zwei Leben. Deswegen habe ich ja High Priority Attacks. Ne, dann kann ich auch hiermit angreifen und, keine Ahnung, Paharak und, Umishi. So, Umishi ist down. Zack. Und Raupi Umishi, oder? So, ich spiele eigentlich gleich schon wieder halt, ne? Das ist halt einfach, das ist nicht mehr funny hier. Funny frisch. Was soll das? Calabus. Na gut, das sollte eigentlich kein Problem darstellen, soweit ich weiß. Also. Ich vermute einfach mal, das sollte. Was? Das sollte gut bünd sein, das macht mich fertig, was? Ich noch mal zweimal Windklinge. Ich habe gerade mal eine Vermutung. Ja, was ist aber... Was ist denn... Okay, es muss irgendeinen Typ geben, auf den Wind effektiv ist, aber Gift... nicht. Weil das...
dieses Kalabus muss dann eben dieses. Lässt du mich mal durch, danke. Muss dann eben dieses Temtem sein. Ich kann schon wieder eine Salbe einsetzen. Alter, ey, das ist halt Mensch, ey, hier. Oder mein Tonikum, aber nur 15 Lebenspunkte. Komm, wir hauen noch eine Salbe rein. Wir haben's doch. Das wird mir so auf die Füße fallen. Alter, wie lange geht denn das hier noch, ne? Ah. Scale! Wow, das hat mich jetzt verwundert. Ich will bei dem nächsten. Okay, weißt du, was ich jetzt mache? Ich versuche mal diese Teamkomposition, so wie es ist. Ich meine, Raupi ist Level 20, ist es in Ordnung, wenn wir ihn jetzt erstmal nicht weiter trainieren. So, und zwar ist der Plan. So, dann startet die Spiele. Also, wir sehen uns ja im nächsten Kampf. Oh, Belsoto, Belsoto, Belsoto. Wir sind bestimmt gleich bei der Anführerin, aber wir können gleich wieder zurück. So, wir können gleich wieder zurück zum Pokécentermarkt. So, Banshee, sehr gut, damit haben wir schon mal die besten Chancen, weil Banshee Elektro. Mental Wind, ab Level 10. Willst du mich verarschen? Die Trainer da unten haben alle. Was? Level 10? Level 10? Was? Das ist halt auch so eine Sache, die ich jetzt noch nicht so ganz verstehe. Wieso haben manche Trainer auf Route 2 Level 18er und hier die haben Level 10er, aber ein Temtem. Also wenn das jetzt eine Barrage an Trainer mit Mini Pokémon ist, dann noch falsch gegessen. Je nachdem, was es für ein Level ist. Sollte nicht so laut sein, aber 10. Hä? Was? Also ich meine, es hat den Angriff überlebt, das muss man ihm mal zugute heißen, aber... Was? Ganki ist auch Level 20, okay. Ganki ist sowieso momentan das Wichtigste wegen Wind und Wasser, es covert beides. Mit nur einem Temtem Gan. Ja. Jetzt, wo wir durchlaufen, der hat. Oh, der. Oh, 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 Saku. Leute, haltet euch zurück. Saku. Macht euch bereit. Das wird unser Untergang sein. Level 11. Leute, wir haben ein Problem. Ich sollte echt meine Schnauze halten. Sonst kriege ich hier noch aufs Maul. Ah, oh, wir kriegen es mal nicht One-Hit-Down. Oh. Oh, jetzt muss es vergiften. Als Feind. Der Feind mal hat damit vergiften. Ja. Aber das ist Level 11 und ich krieg's mit einem Level 20er und einem Level 16er nicht down. Das ist halt wieder die Sache, wo ich meinte, aber das ist Temtem, okay, das ist das Spiel. Will ich mich nicht drüber aufregen, ich habe gesagt, ich rante nicht so viel über das Spiel. Ey, aber sollte man echt die guten Dinge nennen, die normalerweise die Schwierigkeit ist, an manchen Punkten. Und, ja, ich werde dich ganz allein besiegen. Ah, was ist das? Werden die jetzt einfach nur stärker? Das hat er jetzt auch ein Level 11er? Okay, Umishi ist auch direkt down. Ich hab davor halt nicht mal Angst. Weißt du? Bisher hatte ich am meisten vor Saku Angst. Und Saku war auch der Einzige, der bei mir einen Angriff reingekriegt hat. Weil auch Umishi wird diese Angriffe nicht überleben. Ich dachte, ich wusste, die sogar Paharak vorlegen können und trainieren können. Paharak hängt ja momentan ziemlich weit hinterher. Aber Paharak ist halt auch hier nutzlos, muss man sagen. Gegen Wind-Temtem, was hier 50% der Temtem sind, kann halt Paharak nichts. Also gegen Wind-Temtem ist halt Paharak total sinnlos. Du wirst mich nicht einschildern, Teambell, so, ja, so, also mal. Und, oh, was ist das? Gar nicht. Ist das die Weiterentwicklung von Scale, ja, oder? Das ist ein Erd-Temtem. Safe Call ist das ein Erd-Temtem. Ich will es trotzdem herausfinden. Ist es ein Erd-Temtem? Und wenn ja, wie verhält sich... Nein! Hä? Was kam? Oh. Ist es kampfneutral? Ja. Bitte? Neutral. Pass mal auf. An
Anscheinend ist es kampfneutral. Ich hätte gedacht, es wird Erde, allein weil es schon eine Erdattacke von Anfang an kann. Panflam ist Level 17 und entwickelt sich immer noch nicht. Wann entwickelt sich Smarzy? Hat Smarzy überhaupt eine Entwicklung? Also, ich habe schon Entwicklungen von Crystal und ich habe schon Entwicklungen von Hoochick rumlaufen sehen. Du kannst mir nicht sagen, dass Smarzy das einzige Starter-Temtem ist, was keine Entwicklung hat. Das kaufe ich dir nicht ab. So. Es müsste hier doch bestimmt irgendwo, Hallo? Hallo? Hä? Hier kommen jetzt nochmal Heil-Items bekommen. Ja, Salbe Plus. Okay. Und zwei Beleber. Ich kann ja gar nicht vorstellen. Wenn wir Salbe Plus haben, kann ich ja meine Salbe aufbrauchen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo jetzt der Finalkampf stattfinden wird. Auf der Treppe gegen Ganki. Logisch. Ich will ehrlich gesagt probieren, die Folgen kürzer zu halten, weil ich gemerkt habe, dass manche 40 Minuten gehen oder so. Deswegen will ich die Folgen wieder kürzer halten, weil das ist halt auch ein bisschen krass dann, muss ich ehrlich sagen. Panflam wird wahrscheinlich richtig rasiert, aber ich habe einen Plan. Nee, ich habe einen Plan. Oh, wie cool die Haare mit Flatter, das ist ja mega cool gemacht. Und jetzt machen die ja immer den Stoff. What the fuck? Okay, wir haben gerade nichts gemacht und es ist komplett eskaliert. Jedenfalls, ich will die Parts kürzer halten, weil manche sind echt lang geworden. 40 Minuten ist halt ein bisschen zu viel. Können wir jetzt bitte weitermachen? Ihr habt jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf eine Barrage an Kämpfen vorm Finale, weil sonst machen die mich noch hier so weit runter, dass ich keine Items mehr habe. So, Lady Lottie. Wir sind nah, ich kann es fühlen. Die Romanzen der letzten. Chica? Chic? Was? Was ist jetzt mit Chic? Seit wann sind wir in Smash Bros? Okay. Der letzten Chic erwähnen eine Spirale, wo sich Stein und See treffen. Und damit kann nur die windgewandte Festung gemeint sein. Hört da kein, habt ihr etwas gefunden? Oh, Mütter. Dann sucht weiter, ihr Tölpel! Das ist ja eine nette Frau. Hey, wer geht da? Noch ein Deni. Ozeanischer Störenfried. Wir haben wir den Zeit noch die Musiker. Kümmere er sich um den Schurken. Ihr habt die Herrin gehört. Du wirst bereuen, dich in Lady Lotties Geschäft eingemischt. Ich glaube, es ist auch das erste Mal. Das ist jetzt die Leiterin. Ist das die Anführerin? Oh nein. Nein, nicht S. Ich will nicht gegen S kämpfen, bitte. Nein, ich will nicht gegen S kämpfen, Alter. Ich habe gegen S keine Chance. Scheiße, Alter. Kann ich bitte... Nein. Das wird mich zerstören. Das hier wird eine interessante Nummer, du. Kettenblitz. Er macht genau die Taktik, die ich auch machen wollte, ne? Dieser dumme Hurensohn. Aber das Ding ist, ihm nützt es halt mehr. Also ich kann auch einen Kettenblitz reinhauen. Verstehe mich nicht falsch, aber... Panflam wird mir dabei drauf gehen. Falls die Spiele es überhaupt überlebt. Ja, die Spiele überlebt, aber greift sie noch an vorher? Nein, oh Gott, bitte. Lass das Ganki. Nein! Oh mein Gott. Hey, jetzt kannst du ein Level Spike einfach, weißt du? Okay, aber das Basi ist relativ schnell jetzt down. Das Problem ist halt, dass Ganki, Paraori, das wird wieder an Haupt bleiben, ich selbst schon. Pass auf, ich vertraue einfach mal. Paharak drauf, dass Picken ausreicht, um ein Level. Was? Willst du mich verarschen? Okay, ich meine durch den Kettenblitz, aber. Okay, Paharak steigen. Aber nur durch den Kettenblitz ist das viel gestorben. Jetzt kommt noch ein Paharak, ne? Seht ihr auch, dass wir gewonnen haben? Ich auch nicht. Fuck! Was? Okay, aber das Ganki ist gerade kein Problem. Ich könnte es jetzt rausfokussen. Und das andere Paharak erstmal hypnotisieren kann. Genau. Ich benutze jetzt Hypnose, damit das schläft und mich erstmal in Ruhe lässt. Auf
Gut Deutsch, dass es überlebt, weil es hat natürlich gerade Glück gehabt und so. Okay, dann nutze ich jetzt Orochiol auf Paharak und Picken sollte ausreichen, um Ganki zu killen. Gott, jetzt kommt so ein übelster Spike an Schwäche, aber das ist gut, das ist gut, das freut mich. Ich meine, jetzt habe ich habe jetzt immer gesagt, boah, das ist so, was soll das, warum sind die so leicht und so. Jetzt kriege ich ja aufs Maul, gefällt mir. Warum holen die jetzt nicht? Pharao ist, wie gesagt, Pharao ist hier auf dieser Route mehr als nur komplett nutzlos. Man muss ehrlich sagen, Pharao bringt einen hin. Außer dass er gerade voll mitmacht und Paharak hat sich, glaube ich, voll Überlastung verletzt. Das heißt, Wipplum können wir rausnehmen und schon mal Paharak vordamagen. Können jetzt immer nur Damage reinhauen, einfach. Haben keine Ahnung, mal grad. Alter, ey. Und jetzt, weißt du, das Spiel ist so schwer und alles. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie rechne ich schon gerade damit, dass wir keine Chance haben, uns danach zu heilen, um Lady Lottie zu bekämpfen. Was jetzt nicht so ganz so gut wäre, wenn ich mal ehrlich sein soll. Ich hoffe, Picken und Orochiol reichen aus, aber ich glaube nicht dran. Nee, niemals. Nee. Was? Was? Ein Leben? Okay, es hat sie selbst dadurch gekillt, aber drauf. Was? Was? Wenn wir uns nicht auf euch niederknappen lassen können, wären wir euch zumindest verbunden, wenn wir schweigen halten lassen würden. Nun noch ein Stern lebendiger. Ja, Erst das Surfweib und nun du, kleiner, was auch immer. Scheint, wir müssen uns die so nennen. Nein, geh doch nicht in den Kampf rein. Wie soll ich das denn machen? Lady Lottie. Fokus und Fokus. Was seid ihr denn? Ich wette, Fokus ist die Weiterentwicklung von Ho-Ching oder so. Das heißt, wir brauchen Ganki für diesen Kampf, ganz einfach. Es geht nicht anders. So, was war's gegen Cannabis? War doch Windklinge sehr effektiv, ne? Dann würde ich einfach sagen, Windklinge und All-in-Feder-Gatling. In der Hoffnung, dass Dings bis dahin überlebt. Okay. Fokus verbraucht sein Zug. Fokus verbraucht sein Zug. Super. Jetzt komm bitte, Taubs, du musst eingreifen. Bitte, bitte, bitte. Ja, Feder-Gatling, komm, mach's alle. Zeig ihm, was ein Level 10er kann. Nichts. Das war wohlgemerkt eine Attacke, die über 100 Schaden machen sollte. Wollte schon mal angemerkt haben, ne? Einfach um Cannabis rauszunehmen. Und, keine Ahnung, das ist ein Mental-Tim-Tim Safe Call. Ich hau einfach meine Windklinge mal. Fluch! Okay, Cannabis ist down. 1 von 5. Was? Taubs ist Level 11. Warum ist Ganki tot, Alter? Ganki hätte sie so runterrasiert. Banshee, ey. Das ist ein One-Shot. Theoretisch. Ja, keine Ahnung, ich will ihn das mal loswerden. Taubsi, du kannst halt auch nichts machen, ne? Ach komm, scheiß drauf. Taubsi, du rastest jetzt mal komplett aus. Komm, Taubsi, komm. Hokus verschwendet halt seine Züge. Solange Hokus nur Starren einsetzt, ist es ein Fuchs. Banshee benutzt verloren. Auf Hokus. Okay, das ist gut. Das hat halt nichts gemacht, weil Taubsi zufällig ein Level 11 war. Ist momentan? Ja, Ausdauer managen. Ich weiß, ich kenne das Spiel. So ist es doch nicht. Der Windklinge hat keinen Sinn. Wie verhält sich Windklinge denn auf Hokus? Orochiol meine ich. Also Hokus ist mir gerade relativ bums, weil Hokus scheint sich einfach nur auf Starren zu fokussieren. Jetzt kommt halt Banshee hinzu und Banshee, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sich der Kampf so weiterentwickelt, haben wir eine Chance.
was, dann vergifte ich Fokus. Ne, Moment, das ist dumm. Ich vergifte Banshee. Und greife auch Banshee direkt an, weil ich kann Fokus gerade. Fokus macht nur das. Also Mentaltempo. Warum genau habe ich. Warum genau greife ich dann hauptsächlich damit? Banshee kann natürlich davon nicht getroffen werden. Mensch, ist das cool. Was soll ich denn dann machen? Ich kann nichts tun. Ich kann nur hoffen, dass Hokus jetzt weiter Stacheln einsetzt und Banshee weiter verwirren. Hä? Ich meine, ich sag ja nichts, aber. Hä? Also, ich bin froh, dass ich noch am Leben bin, aber ich fühle mich, als hätte ich bis, allein bisher nicht verdient, noch diesen Kampf mitstreiten zu dürfen. Ich meine, das Einzige, was Hokus in all seinen Runden bisher gemacht hat, war Starren auf Raupi einzusetzen. Und das Banshee hat all seine Kraft darauf gelegt, das wird Peitschpick wahrscheinlich auch machen. So, wenn anscheinend, entweder habe ich die AI gerade glitscht oder keine Ahnung, weil wenn das so weitergeht, kann ich mich auch einfach um Peitschpick kümmern. Jetzt. Würde ich sagen, machen wir den hier und dann können ja schrilles Kreischen einfach reinlegen, ne? Weil Hokus scheint nichts anderes im Sinn zu. Oh, jetzt greift auf einmal Taubsi an, Mensch. Macht Peitschpick verwirren. Schwerer Schlag. Oh, Peitschpick greift an, scheiße. Das ist natürlich ungünstig. Die Sache ist, jetzt bin ich down zu zwei Temptem und nee. Also jetzt habe ich verloren jedenfalls. Das ist relativ sicher. Man, schau wie viel Damage ich hier machen werde jetzt die Runde. Dieses Hokus, das also ich merke mir für den nächsten Kampf Raupi links lassen, Ganki rechts und ein Moment. Ich habe eine bessere Idee für den nächsten Kampf. Ich gebe Dings hier, ne? Panflam wieder den Sandspritzer als Angriff und lege Panflam wieder am Anfang zusammen mit Ganki rein. Weil das dürfte doch, wenn ich mich nicht ganz täusche, sehr effektiv sein. So, Hokus wird sich jetzt wegen Starren selber komplett verletzen. Pass auf, Laura reißt das hier, pass auf. Also wie gesagt, ich fühle mich, als wenn ich. Ey, 3 von 5, ja? 3 von 5. Okay. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich vorher schon so fertig gemacht werde. Und natürlich war es dann so, dass Ganki im entscheidenden Moment nicht einsatzbereit war. Weil ich meine, wenn wir Spasti raus haben, wie auch immer das hier heißt, dann kann man theoretisch auch, denke ich, das Spiel gewinnen, so leicht. Weil, guck mal, Sandspritzer, ne? Da ist ja dann, ist das eine Spezialattacke wahrscheinlich? Nee. Das heißt dann also, dass hier, ja, das war, dass ich mit Sandspritzer das Vieh vordamagen kann. Ich bin mir überlegen, ob ich. Ne, Panflam und die Spiele müssen vorne sein, weil es sind zwei Elektrotypen. Okay, ich laufe nochmal zurück und dann sehen wir uns dort. So, da sind wir wieder. Und jetzt kommt es erneut zum Kampf gegen Lady Lottie. Und ich bin der Meinung, diesmal sind wir besser dran, einfach weil wir nicht vorgedamaged sind. Es ärgert mich, dass sich Panflam noch nicht entwickelt hat, aber wir wissen ein was. Wir können Fokus drin lassen und mir fiel gerade auf, ja. Das mit dem Spasi war ja der Kampf vorher, ich Idiot. Ach, bin ich ein Kunde, Alter. Scheiße. Ich dachte gerade, die fängt mit dem Spasi an, aber nein, die fängt ja mit einem Cannabis an. Scheiße. Das heißt, Sandspritzer ist so gut wie, um ehrlich sein, nutzlos. Also ich meine, ich kann Hokus damit verletzen, aber was will ich damit? So. Nein, das ist mit Cannabis gerade hier, was denn Cannabis los? Ich würde sagen, wir hauen einfach einen Captain mit rein. Ich meine,
Und das war... Kampf? Nein, war es nicht. Kinnhaken? Okay, Hokus fängt mit seiner alten bekannten Taktik an. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal ganz schnell Kalibus auf jeden Fall wegdrücken. Zack, um nicht zu sagen, Kalibus überlebt und haut Panflam raus. Nein, Panflam überlebt. Jawohl. Das heißt auf gut Deutsch, Kalibus ist down, weil Kalibus kann nichts dagegen ausrichten. Wie verhält sich Sandsprinzer zu Kalibus? Ich will rausfinden, was es für ein Typ ist. Völlig egal. Hat nicht überlebt. Ups. Okay, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, Hokus kann bloß starren einsetzen. Ist aber kein Mental-Temtem, oder? Ist Mental-Wind-Temtem. Das finden wir noch raus. Barnsch erstmal, Mental-Wind, ganz einfach. Das sollte relativ easy. Das sollte ein One-Shot sein. Finden heraus, ob es ein Mental-Temtem überhaupt ist. Wie gesagt, Barnsch ist ein One-Shot. Also, wenn das jetzt kein One-Shot gewesen wäre, hätte ich recht drauf gekommen. Es ist ein Mental-Temtem. Aber Mental ist, soweit ich weiß, auch schwach gegen Erde. Das bedeutet, das ist ein Mental-Wind-Temtem wahrscheinlich. Weitspeak ist auch jetzt keine Herausforderung. Also solange... Hokus macht halt nichts, ne? Ich hatte gerade so einfaches Spiel, einfach weil ich... Ach Quatsch, tritt. Dann halt... Nein, dann mach wenigstens einen ordentlichen Angriff. Oh, Peitschpick könnte sich um Panflam gerade kümmern. Das wäre natürlich nicht schön, aber Panflam ist nicht der wichtigste in dem Kampf. Der war ja auch nicht dafür eingeplant. Schwerer Schlag, ja. Aber Panflam war ja auch eigentlich nur für Spasi eingeplant, der ja, wie wir jetzt langsam wissen, nicht auf dieser Route vorhanden, also nicht in diesem Kampf vorhanden ist. Aber allein wegen den Leveln würde ich Pharao reinwerfen, ehrlich gesagt. Allein damit sich Pharao levelt und zur Not kann ich ja mit ihm hypnotisieren. Ich meine, Ganki ist eh der Einzige, der hier arbeitet, also können wir es auch so machen, ist ja scheißegal eigentlich. Lass mal gucken, bist du ein Windtemtem zum Teil? Mein Teilstück ist down, easy. Schau mal, ob Hokus auch zum Teil Windtemtem ist. Also ist mental, wie wir rauskommen. Ich vermute einfach mal einen Wind. Richtig? Nee. Davon abgesehen, dass... Hä? Okay, ich würde sagen, das können wir mit einem Kettenblitz beenden, aber das tut dann halt auch weh. Aber dann wäre es vorbei. Und wir spielen es einfach safe. Wir spielen es einfach safe, dann kann nichts passieren. Weil Hokus wird immer noch spielen. Ich könnte halt Hokus theoretisch rausnehmen, aber ich will erst die eigentlichen Gefahren rausfokussen. Und dann Hokus. Weil ich kann auch theoretisch jetzt die ganzen Runden nichts machen. Hokus bringt sich ja mit Stacheln selber und giftige Sprengen und mir sagt völlig gut. Ich bin am überlegen, ob ich nicht wirklich einfach Gift in den Kettenpass gerade reinhaue. Ich meine, das wird Ganki zwar total wehtun, aber ich habe das Gefühl, dass... Ich meine, dann ist es vorbei. Hätte ich jetzt einfach mal behauptet. Obwohl, ob das reicht? Also ich meine, Hokus ist down. Aber ob das reicht? Ne, kann ich nicht verloren. Naja, wenigstens, dass wir down das macht. Luali schönes, giftige Spuren. Okay, das heißt, wir haben den Kampf auf jeden Fall gewonnen. Also, perfekt. Ja, yeah, ich spiele hat sich überlastet. Reicht ein Level 17er Picken auf ein Level 16er? Ja, okay. Gerade so. Also Pharao ist fühlt auch sehr schwach. Aber ich behalte ihn trotzdem im Team, weil es hat noch eine Entwicklung und dann kann es vielleicht gut werden. So. Welche Charlatanerie? Was? Welche Charlatanerie ist dies? Niedergemacht von einem denizianischen Gewöhnlichen. Welch Betrug? Schick dich etwa Percy. Wer ist Percy? Ein Lichttrick, eine Rauchwolke und wir verschwinden auf der Stelle, um Rache zu planen, neu zuzuschlagen, wenn es halt gekommen ist. Ein Schlüssel zur windgefandten Festung. Ein antik anmutender Schlüssel zu den Verliesen. Okay, ja. Und Items. Wir haben auf jeden Fall die Leute besiegt, das war spannend. Fünfmal Duft. Was man halt nach so einem Kampf braucht. Talisman. Schützt vor der verloren Statuswendung. Ja, verloren ist sehr interessant. Und zwar, noch. Warum bekommt man nach so einem Kampf 10-mal Duft und einen Talisman? Ich meine, der Talisman ist gut. Der Status, den ihr gerade da gesehen habt, das ist der... Wie schon gesagt, wieso hat er einen FOMO? Das ist unfair. Und er hat einen Shiny Scale, ja, nice. Der Status verloren...
Den halt gleich mal so. Kennt ihr Abgangsbund aus Pokémon? Eine Attacke, ich glaube es heißt Abgangsbund, die bedeutet nach drei Runden, nach drei weiteren Runden nach Einsatz der Attacke gehen alle betroffenen Pokémon down. Das heißt, das Ziel und der Anwender. Das kann nur dadurch verhindert werden, dass das Pokémon getauscht wird. So. Und ich glaube, Doom, wie es im Englischen heißt, also verloren, ist das Äquivalent. Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich die Temesense eingesetzt schon, oder? Nein, leider nicht. Perfekt. Dann tue ich einfach mal, bis wir die befreit haben, Dings und Bums wieder nach vorne. Pharao und Panflam, damit die leveln können. Aber ich werde jetzt trotzdem keine wilden Temtem bekämpfen, Moment, wir haben noch Duft bekommen. Wir sagen, wir setzen einfach mal den Duft ein, weil es passiert ja eh nichts mehr. Keine neuen Temtem hier. Können wir einmal das machen. Also verloren ist die Statusveränderung, dass nach was drei Runden oder nach einer gewissen Anzahl an Runden geht halt das betroffene Temtem down. Das heißt, so ein Talisman ist schon, also das zu verhindern ist schon gut. Warum habt ihr alle Shinies? Guck mal, der hat einen Shiny. Wer ist es? Crystal, oder? Ich glaube Crystal hieß es. Warum laufe ich immer den langen Weg rum? Ja, ich will es nochmal einsetzen. Ich hab keinen Bock auf die Viecher gerade. So. Hey, ich befreie dich jetzt. Gibst du mir ein Surfbrett? Hm. Da bist du wieder. Hast du den Schlüssel gefunden? Gut, öffne die Tür. Ja, mache ich. Pass auf. Zack. Schau. Das konntest du drinnen nicht machen. Großartig. Vielen herzlichen Dank. Ich dachte schon, ich würde alle meine Stunden im Dojo verpassen. Du hast diese seltsame Frau geschlagen, wow, du hast wirklich Prozess. Ich muss mich wirklich beeilen, warum besuchst du mich nicht im Dojo? Bist du ganz eindeutig bereit für höheres Training? Was wollten diese Gauner eigentlich? Naja, wie auch immer, ich sehe dich im Dojo. Also auf gut Deutsch, ich bekomme jetzt nicht das Surfbrett. Ich hatte eigentlich gerade die Hoffnung, die geben einen Shortcut zur Verfügung, weißt du, dass sie sagen, okay, weil es wurde ja gesagt, du kannst über diese Schenkbrücken, heißt die Route bis hierher, glaube ich, dass du über zwei Wege hinkommst. Entweder du chillst da, indem du hinsurfst, oder du hast halt Pech. Nein, jetzt scheiß ich drauf. Oder du hast halt Pech und musst den langen Weg laufen. Und deswegen dachte ich, ja, du bist jetzt einmal den langen Weg gelaufen. Jetzt kannst du auch einmal eben ganz flink, na, surfen. Aber nein, du musst. Gunky ist das beste Temtem für den Anfang. Change my mind. Weil, wie gesagt, du kommst in ein Gebiet rein und wo nur Wasser und Wind, Temtem, und ich halte jetzt endlich mal die Schnauze. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.